Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Raft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wow! Leute, guck mal, was eine riesen Insel! Schaut mal! Da müssen wir hin, Leute! Schnell! Segel setzen, Kurs auf Insel! Hi, Captain! Wie geil ist das denn? Wo kommt was für ein Mordsteil? Wow! Komm schon! Der Sturm ist vorbei und oh, schaut euch das mal an, was für ein riesen Mobsviech. Okay, so groß ist sie jetzt auch nicht, aber sie ist groß. Sie ist schon groß. Ah, das ist schon eine große Insel. Ja. So, diesmal nicht verkacken. So. Das Geile ist, wir haben jetzt einen richtigen schönen Anker hier. Ja, so ein billig Ding. Boah, guck mal, was. Boah, Leute. Ultra. So. Langsam, langsam. Zack. Segel einfahren. Anker setzen. Ja, lecko mio, ist das lecker. Okay. Ach, schau mal, der hier ist auch, die sind auch schon wieder fertig. Dann machen wir das erstmal. Nee. Ich glaube, die sind noch nicht fertig. Sonst hätte ich schon was gekriegt. So. Ja, dann gehen wir mal an Land und gucken uns mal diese wunderschöne Insel an. Also viele Bäume. Oh, eine Ananas. Die können wir ja dann auch mal anpflanzen, gell? Da haben wir, glaube ich. Ach, da haben wir noch gar keine. Ananassamen haben wir noch gar keine. Schau an. Gibt es nicht verbessertes Wässerungssystem hier? Einfacher Reiniger, wie war denn das hier? Was brauche ich denn für den verbesserten Reiniger? Hier. Ach, da brauchen wir Glas. Wie? Wahrscheinlich kann man in der Schmelze Glas, oder? Das müsste doch eigentlich gehen. Müssen wir gleich mal gucken. So. Okay, hier kommen wir nicht weiter hoch. Wahrscheinlich auch nicht. So, oder? Aha. Ah, nee. Nochmal. Aha. Ah, nee. Immer noch nicht. Und. Aha. Nee. Okay. Wie sieht's denn hier mit aus? Es gibt ja hier das Fundament. Metallbarren. Also, was haben wir? Aha. Fundamentgerüst. Ich hätte jetzt gedacht, damit kann man zum Beispiel auf einer Insel dann hier so ein Fundament bauen, aber das geht tatsächlich nicht. Man kann also hier wirklich nicht hier irgendwo hinbauen. Also man muss mit irgendwelchen Leitersystemen hier von diesen Dingen hier tatsächlich irgendwie schauen, dass man dann da hochkommt. Ja gut. Wenn man das weiß, kann man damit arbeiten. Oh, hier kann man eine Zeit lang bleiben, Leute. Wenn wir viel finden. Ja. Ah, er ist fertig. Was ja krass ist, ne? Ich esse eine ganze Mango und ich werde nur so ein bisschen satt. Wenn ich im echten Leben eine Mango esse, da bin ich satt. Das ist schon ein bisschen krass.
Aber die sind schon cool, die Pflanzen, weil man damit tatsächlich relativ viel kriegt, ne? Kriegen Holz, irgendwas zu essen, was zu trinken. Da geht dann schon ein bisschen was. Das ist schon cool. So, wenn wir so ein bisschen Platz schaffen irgendwie. So, jetzt würde ich hier doch mal tatsächlich gerne Sand reintun. Ja, so funktioniert das. Da kriegen wir Glas raus. Dann können wir mal so verbesserten Reiniger bauen, weil das geht mir langsam mal auf den Sack hier mit dem einzelnen Wasser herstellen. Okay, und wir müssen uns überlegen, wie wir jetzt da vernünftig hochkommen. Ohne an diese Insel hier vorbeizutuckern. Kann man Treppen abbauen oder wie ist das? Nicht wirklich, gell? Wenn die steht, steht die. Ja, das ist, ja. Wir jetzt auch nicht unendlich Ressourcen zur Verfügung. So ist das jetzt nicht, ne? So, warte mal. Also, wenn wir hier dran vorbeituckern und hier dran docken. Na, das müsste eigentlich gehen. Da ist sogar so ein kleines Lager, aber ganz nach oben, da will man nicht hinkommen. Aber da können wir auf jeden Fall ein bisschen was dann noch sammeln. Bisschen geht da was. So, unser Glas ist fertig. Na hier. So, genau. Fortschrittliche Reinigung. Kann mehrere Tassen Wasser auf einmal reinigen. Benötigt keinen Treibstoff. Boah. Ultra. Vier Glas brauchen wir. Okay, das kriegen wir zusammen. Okay, also wir müssen da vorbeikommen. Wind geht in die Richtung, also müssen wir. Oh nein, er dreht sich. Zurück, zurück, zurück. Oh Scheiße. Verkackt. Das ist richtig verkackt. Komm mal nicht mehr hinter. Keine Chance. Okay.
Na gut, dann sammeln wir jetzt einfach Sand und so und dann fahren wir weiter, ne? Was soll man machen? Blöd gelaufen. Viel Schrott haben wir? 16, nur das passt. Ja, passt schon. Nee, dann fahren wir einfach weiter. Dann ist halt gefehlt. Wurscht. Vielleicht können wir dann mal schauen, dass wir noch eine Stufe da drauf kriegen irgendwie. Und dann, was geil wäre, wenn wir rundrum so eine Plattform draufbauen. Dann könnte man von allen Seiten vernünftig drankommen. Ne? Also 3 Stufen, 4 Stufen, das müsste ja dann auch reichen, dass wir auf jeden Berg drauf kommen. Ja, gut. So, okay. Fahren wir mal weiter. War aber nicht ganz umsonst. Kann man Mango braten? So. Diesmal in die Richtung. Dann fahren wir in die Richtung. Ah, wie ärgerlich, wie ärgerlich. Naja, gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Gut. Leere Flasche. Also da brauchen wir dieses Klipperzeug, ne? Wo ich eigentlich dachte, dass wir das im Schmelzer verarbeiten. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Wo haben wir denn unser Glibber? Ja, mal Seetang. Kann in der Schmelze gegeben werden? Oh, ach so, damit wird dann Glibber gemacht. Ach so, das haben wir ja auch. Und nass sogar. Dann machen wir Glibber. Okay, so. Hä? Ich dachte, wir hätten 4 Glas. Ja gut, dann machen wir jetzt einen Glibber und dann machen wir Glas. Dann machen wir diesen super geilen Reiniger machen können, damit wir das hier nicht mehr brauchen. Das kann man sogar umstellen, schau. Her. Gucken. Muss halt ein bisschen ressourcensparend sein. Ich hätte gern noch so ein Ding. Ich kann mal hier. Eine Fläche bauen und dann bauen wir da noch so einen Baumwuchs hin. Macht das Glippergeräusche? Wer ist da drin? So. Was cool ist, wir brauchen dann auch kein komisches Holz mehr und diesen ganzen Schmodder, ne? Das ist dann Geschichte, da haben wir weniger Holz verbraucht, weil das ist schon ziemlich viel mit diesem Wasser ständig jedes Mal. Und da arbeitet es ja auch. Guck mal. Oh, das war dumm. Wenn ich sowas mache, Segel einfahren, bitte. Nicht einfach ins Wasser hüpfen. Erinnert mich daran. Weil das geht ja ganz schnell in die Hose. Scheiße, Mann. Gibt's ja nicht. So, eine Planke brauchen wir noch. Tada. Jetzt kann man fortschrittlichen Wasserreiniger. Ja, wie geil. Ich bin schon ein bisschen stolz. Wo stellen wir den denn hin? Ja, den stellen wir hier hin. So. Ach, das ist ja eine coole Idee.
hat auch das Sonnenlicht wahrscheinlich kondensiert da an dieser Glasplatte Wasser und es tropft dann hier diese Schalen. Nice. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwas, was Holz produziert. Ja gut, wir haben unsere Bäume. Nein, jetzt mache ich den Fehler schon wieder. Ich bin mal gespannt, wann das erste Wasser hier produziert ist. Ich brauche mal noch ein so ein Ding. Okay, was brauchen wir? Also ich brauche auf jeden Fall hier nochmal eine Rundung, dass wir hier noch eine dritte Stufe draufpacken können. Jetzt können wir mal den Glibber erforschen. Ach, der ist schon erforscht. Ach so. Ach, schon hier, können ja schon Kletterpflanzen Glibber. Ah, wenn wir davon jetzt genug herstellen. Dann können wir da so mal ein Ding herstellen. So eine Flasche machen. Okay. Also, ich hätte gern ein großes Bett. Ich hätte gern einen größeren Grill. Was ich alles will. Den Anker haben wir schon. Das hier sind so Accessoires, so unnötig. Noch eine Schmelze wäre eigentlich nice, gell? Dann brauchen wir eigentlich nur noch ein paar Nägel und eine Planke. Brauchen wir ein neues Segel. Das kleine Mini-Segelchen, das bringt bald nichts mehr. So, genau. Wo war? Da. Ich hätte gerne noch eine Schmelze, auf jeden Fall. Können wir uns jetzt auch überlegen, ob wir... Obwohl, da ist eigentlich gar nicht so schlecht für die Schmelzen. So. Weil in die Richtung will ich nicht weiterbauen. Oh, schau mal, was haben wir denn da? Aber das produziert wahrscheinlich nur Wasser bei Tag. Also das muss man vielleicht auch noch bedenken. Die sehen fertig aus, oder? Auf zu den Haien! Mir fällt ein, wir haben zu wenig Platz! Das ist ein Rezept für einen Fischeintopf, der ist uninteressant. So, okay. Da haben wir mehr Glibber. Boah, das ist Wahnsinn. Komm, keiner hinterher. Das da. Und zwar möchte ich... Wo sind sie? Ja. Nasser Ziegel können wir herstellen. Ja, wie lange dauert denn das?
So, da haben wir noch ein Glas, da haben wir Glipper, da haben wir Kupfer, da haben wir Seile. So. Mein Radieschen ist fertig. Nee, noch nicht ganz. Oder nicht nur irgendwo ein Fass da hinten? Anker! Kraft raus! Auf die Kiste zu! Also was ist mal gut. Okay, meine Güte. So, Mangosamen, Mango Mango. Brauche ich Wasser. Kiste. So, was wollte ich jetzt? Ah ja, genau, den Baum fällen. Oh, Insel! Insel! Der Wind ist weniger praktisch. So, Insel Ahoy. Sehr schön. Ja, das sieht nach einem guten Andocken aus. Jawohl, weiter, 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 weiter. So. So ist gut. Und Anker setzen. Nice. Okay. Und zwar kann man die eigentlich abbauen? Ja, die kann man sogar abbauen. Das ist cool. Jetzt halt die Treppe auf der Seite. Ne? Wir bräuchten eigentlich eine Treppe auf der Seite. Ich will es diesmal nicht riskieren. Deswegen baue ich jetzt hier eine neue Treppe drauf. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir brauchen für eine Treppe. Es gibt auch eine Leiter. Verbraucht weniger Platz, ne? Okay, ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn wir hier so Podest haben. Einmal. Man kann stehen nicht da drauf bauen. Achso, weil mir Holz fehlt. Also kommen wir noch nicht drauf. Ein Radieschen rein und los geht's mit Schwimmen. So, liebe Leute, wir sind leider am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall sein sollte, dann freue ich mich natürlich über ein Like von euch. Und ja. Packt mal hier noch so ein Ding drauf. Hä? Haben wir nicht ein Brett eingesammelt gehabt? Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.